eigentlich für den schwachen Oberschwaben. Wobei man gar nicht sicher war, was es eigentlich schlimmer ist, das Grünsein oder das Frausein. Ich sage immer, so schwarz ist Oberschwaben gar nicht. Wenn man sich Oberschwaben mal anguckt, wir haben starke Grüne in Biberach. Wir haben immerhin einen herzeigbaren, guten Landtagsabgeordneten in Eugen. Da können wir halt danach selbst noch ein Bild davon machen. Und die Ravensburger Grünen sind immerhin zweitstärkste Fraktion im Rathaus. Also nicht ganz Stuttgarter Verhältnisse, aber mit der Durchgrünung oder Begrünung von Oberschwaben läuft es ganz gut. Wahrscheinlich besser wie mit dem Frausein. Weil, jetzt habe ich mal versucht, meinen Prozentsatz rauszulegen, wie hoch der Anteil der Frauen an den Oberbürgermeisterposten in Baden-Württemberg ist. Der ist so minimal, den findet man gar nirgends. Und der Prozentsatz der Frauen, hallo Renate, noch einen guten Verlauf und lade euch alle ein am 14. März nach